Am 13. November 2023 fand die erste Plenarsitzung nach den Landtagswahlen am 22. Oktober statt, die sogenannte konstituierende Sitzung der 17. Legislaturperiode. Eröffnet wurde diese um 10 Uhr durch den Ältesten unter den 35 Abgeordneten, Hubert Messner. Gemäß Geschäftsordnung gehören neben den Altersvorsitzenden auch die beiden jüngsten Abgeordneten aus zwei verschiedenen Sprachgruppen zum vorläufigen Präsidium. Es waren dies für die deutsche Sprachgruppe Zeno Oberkofler und für die italienische Angelo Genacaro. Nach dem Namensaufruf erfolgte die Vereidigung des vorläufigen Präsidenten sowie die Eidesleistung der Abgeordneten. Sodann wurde zur Wahl des Präsidiums übergegangen. Für die erste Hälfte der Legislaturperiode wird der Präsident, die Präsidentin unter den Abgeordneten der deutschen Sprachgruppe, für die zweite Hälfte unter jenen der italienischen Sprachgruppe gewählt. Die im Landtag vertretenen Listen hatten sich im Vorfeld der konstituierenden Sitzung darauf verständigt, ein vorläufiges Präsidium zu wählen. Erst nach der Regierungsbildung wird dann ein definitives Präsidium eingesetzt. Und so wurde im Sinne der Kontinuität Sepp Nogler in geheimer Abstimmung mit 28 von 35 Stimmen zum Landtagspräsidenten gewählt, Marco Galateo mit 19 von 35 Stimmen zum italienischen Vizepräsidenten. Zu den drei Präsidialsekretären wurden Franz Locher, Hubert Messner und Maria Elisabeth Rieder gewählt. Die konstituierende Sitzung wurde um 11.34 Uhr geschlossen.